Wir stehen hier auf der 3D-Druck-Baustelle, wo wir eben über uns den Cobot-Pod 2 seine Runden drehen sehen und bringt Schicht für Schicht für Schicht einen Betonmaterial von Heidelberg Materials aus, um so dann nach und nach alle vertikalen Strukturen dieses Gebäudes zu erzeugen. Der Drucker bewegt sich hier mit ca. 25 cm pro Sekunde, bringt 2 cm starke Lagen aus und wenn man dann Mathematik macht, wird ein Quadratmeter Wand als Hohlwand in um die 5 Minuten erstellt, wobei die Maschine nur von 2 Leuten bedient werden muss. Ganz wichtig war uns eben der Umweltaspekt des Baustoffs, deswegen ist es ein Material, was zu 100% rezyklierbar ist. Wir haben hier auch eine monolithische Bauweise, das heißt, wir haben einen reinen Stoffstrom, können das Material also auch wirklich komplett aufnehmen und eben entsprechend aufspalten. Die Körnung wieder verwenden für zum Beispiel Mörtel oder Betone und den feinen Zementstein, den kann man verwenden und zurück ins Zementwerk führen, sozusagen als Rohstoff für die Zementproduktion. Sehr interessant, weil das ja schon ein CO2-armes Material ist, weil das CO2 schon einmal ausgetrieben ist. Also der Hans-Jörg Kraus und ich hatten ja schon vor der Idee mit dem 3D-Druck ein Rechenzentrum geplant. Dann hat er irgendwo das gesehen und hat mir die Idee vorgeschlagen, das auch im 3D-Druck zu machen. Da war ich sofort begeistert, weil es erstens energieeffizienter ist, man braucht weniger CO2. Durch die Rundungen braucht man viel weniger Material und es ist einfach was Schönes, Tolles und was ganz Neues. Und ich liebe neue Sachen.